Prinz Harry hat stets gehofft, für seine Neffen und seine Nichte eine Stütze zu sein. Als Bruder des Thronfolgers kennt er die Herausforderungen, mit denen Prinzessin Charlotte und Prinz Louis konfrontiert sind. Doch die Familie ist zerrütteter, denn je bis heute haben Williams Kinder kaum Kontakt zu ihrem Cousin Prinz Archie und ihrer Cousine Prinzessin Lilibet. Was auch immer Harry für seinen Bruder und seinen Vater empfindet, er fühlt sich immer schuldig, dass er keine Beziehung zu seiner Nichte und seinem Neffen hat und dass Archie und Lily ihre einzigen Cousins und Cousine nicht kennen, so ein Insider gegenüber dem britischen OK-Magazin. Er fügt hinzu, Harry hatte immer die Vorstellung, dass sie in seiner Nähe aufwachsen und ihn um Rat fragen können, den sie insbesondere Charlotte und Louis nicht bei ihren Eltern einholen können. Im Januar 2023 äußerte Prinz Harry gegenüber The Telegraph seine Sorgen um die jüngsten Kinder seines Bruders. Ich weiß, dass von diesen drei Kindern mindestens eines so enden wird wie ich, der Ersatzmann. Und das tut weh, das macht mir Sorgen. Zwar solle William ihm klargemacht haben, dass das nicht sein Problem sei. Dennoch sieht Harry viel von sich selbst in dem kleinen Louis, wie der OK-Insider verrät. Es bricht ihm das Herz, dass er sie nicht wirklich kennt. Auch der Kontakt zu seiner Schwägerin Prinzessin Kate ist abgebrochen. Dabei galten die beiden zu Zeiten als unzertrennlich. Vor allem während ihres Krebskampfes soll der Prinz leiden. Er kann nicht für sie da sein. Er denkt oft an die Nachricht von Kate, denn er vermisst sie sehr, teilt der Informant mit. Für Harry ist es schwer zu akzeptieren, alles nur von außen mitzubekommen. Der Verlust von Kate war für Harry der zweite große Verlust nach dem Verlust seiner Mutter, behauptete Royal-Experte Tom Quinn. Auch Äußerungen aus seinem Buch Reserve soll er nun bereuen. Wenn man erfährt, dass die Schwägerin Krebs hat und man etwas geschrieben hat, das man nicht mehr zurücknehmen kann, ist das eine ziemlich schmerzhafte Situation, sagte Royal-Expertin Tessa Dunlop. Zweifelt Harry nun an seiner Entscheidung, dem Königshaus und England den Rücken gekehrt zu haben? Er vermisst Kate und seine Neffen und Nichte, so das Fazit.